Okay. So, jetzt haben wir hier dieses fehlende Rad, was wir hier ansetzen können. Ja, beweg dich. Danke. Und jetzt haben wir eine Bewegung. Oh, da ist der Schlüssel. Neustartschlüssel aufgenommen. Ich habe es geschafft. Komm zum Maschinenraum. Wir kommen jetzt ein bisschen zum Maschinenraum hier. Weil, was hat er denn geschafft? Ich war doch der Knackpunkt hier im ganzen Spiel hier. Ich bin derjenige, der hier rumläuft und sich opfern muss. Bringen wir das Ding endlich in Gang. Die verzweifelt hier sitzt und versucht, das Ding zu finden. Neustartschlüssel benutzt. Na, so gut wie neu. Eieiei. Was zum... Okay. Was war das? Und jetzt? Was zum Geier? Jill, es hört nicht auf! Yeah. Was soll mir da übrig bleiben? Die Zeit läuft uns weg. Ja, klar, das Wasser kommt ja auch näher. Vor allem den Ausgang war ja da nicht. Wir sind ja nur durch zwei Türen rausgekommen. Ich weiß jetzt, was los ist. Der Chipschlüssel, den ihr gefunden habt, gehört vermutlich zum abgestürzten Frachter. Boss, haben Sie was von Jill und Parker gehört? Nein, noch nicht. Sie sind inzwischen draußen auf dem Meer. Aber wir haben ihre Spur verloren. Das klingt gar nicht gut. Sind die beiden denn okay? Ja, ich hoffe's. Wir haben schon so lange keinen Kontakt mehr zu ihnen gehabt, dass ich mir langsam Sorgen mache. Sucht ein Terminal am Absturzort und findet alles über Veltros Pläne raus. Der Absturzort ist da drüben. Na los! Grinder, wäre es nicht toll, wenn wir den Schlüssel zu dieser ganzen Sache finden könnten? Die beiden Chiller hier wieder. Ziemlich hell für diese Uhrzeit. Deshalb heißt es wohl auch Mitternachtssonne. Oh, das ist doch der Absturzort. Ich wusste, dass sowas passieren würde. Nein. Weil es Hörner sind und ihre Schädel nicht platzen. Uncool. Er hat sehr effektive Messer, muss man sagen. Zwei nicht so klein geratene Säbel auf dem Rücken, ne? Mal sehen, wie effektiv die sind. Grinder, ich überprüfe die Terminals. Viel Spaß mit denen. Quint, ich darf mich hier allein lassen. Also... krank bist du schon, mich allein zu lassen, ne? Einfach vorbeizurennen. Hab zwar ein bisschen Munition, aber die muss man ja auch leider nicht riskieren, würde man mal sagen, ne? Na los, Grinder, was machst du denn? Ja, wer darf mit den Tieren spielen? Was ist denn los? Da war...
Da war was! Mich hat was getroffen! Was? Da! Ich wurde geschlagen! Das war der unsichtbare Mann! Ich schwör's dir! Wirklich? Ein Hunter! Er ist verschwunden! Jetzt weiß ich, was auf den Bändern zu sehen war. Das war ein Geist! Eine neue Art! Ein, drei... Soll ich schießen, wenn ich nicht drehen kann? Nachladen. Alter, das war böse. Sehr böse, ey. Sieht sie nicht, ne? Stimmt, oh ne. Alter. Das ist wirklich kein Spaß gerade, ne? Ein Schuss noch. Phil. Nicht vergeuden. Ich sagte, keine Ahnung, ich sehe nichts. Wir sind irgendwo einer. Was weiß ich? Alter, er springt durch meinen Kumpel. Ey, echt uncool. Er ist tot. Ich glaube, es sind keine mehr da. Gehen wir zum Terminal im Flugzeug, bevor noch mehr Monster kommen. Ich sag nur, glauben ist nicht wissen, ne? Ganz im Ernst, ey, das war gerade keine Spaß, Leute. Weniger ist auch mehr hier, so eine Art. Aber auch neu, dass das zu ist. Also da bin ich doch letztens noch mit denen durchgekommen. Okay. Hier scheint alles zu funktionieren. So. Hey, Quint. Mach deinen Job. Keine Gespräche. PC ein, nie wieder. Ich versuch mal was anderes. Nur zu. Du bist gut mit Technik. Mit Frauen allerdings, naja. Grinder! Ja, was ist denn jetzt los? Ich muss das HQ kontaktieren. Das HQ? Hier ist O'Brien. Was? Hier ist Jackass. Ich habe die Koordinaten des Schiffes. Ich sende sie jetzt. Gute Arbeit. Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Sehr clever, wie du die Daten beschafft hast. Naja, ich hätte auch die Fahrzeit der letzten Route berechnen können, aber das hätte zu lange gedauert. Deswegen sagte ich ja, sehr clever. Du verstehst nicht, ich habe überhaupt nichts berechnet. Wir sind nicht die Einzigen, die dieses Schiff suchen. Moment, wovon redest du? Meinst du, etwa Crew ist aus dem Versteck geflohen? Und jetzt suchen sie ihr eigenes Schiff? Genau das meine ich. Aber ich habe keine Ahnung, ob diese Informationen echt sind oder nicht. Na toll, wir haben also keinen blassen Schimmer, mit dem wir es zu tun haben. Ganz genau. Augen auf, sonst kannst du nicht sehen. Unbedingt finden. Hier, Chris, ich habe die Koordinaten. Das ist gar nicht so weit. Wir können schnell vor Ort sein. O'Brien, sind unterwegs. Alle jetzt zum Schiff, oder was? Massenversammlung. Gelüftete Geheimnisse haben wir nun beendet.
Präzision 0, ja. Muss ich glaube doch gar nicht schießen, oder was war das? Verstehe ich nicht. Egal. Bisher bei Resident Evil Revelations. Was hat so lange gedauert? Jetzt sind wir ja hier. Ein weiterer Rückblick. Was ist mit Veltro? Direkt in die Tiefen der Hölle. Das ist ein Chipschlüssel. Es bedeutet, dass wir an die Daten des Frachters kommen. Was zum? Was war das? Boss, haben Sie was von Jill und Marker gehört? Sie sind inzwischen draußen auf dem Meer. Aber wir haben ihre Spur verloren. Hier ist Jackass. Ich habe die Koordinaten des Schiffes. Ich sende sie jetzt. Das ist gar nicht so weit. Hier, Chris. Ich habe die Koordinaten. Uns läuft die Zeit weg. Verdammt. Ryan, sind unterwegs. Okay. Jetzt wird's spannend. Katz und Maus. Na, mal sehen. Uhr. Mittelmeer. Kann man doch eigentlich in der Regel. Das ist doch ein Hubschrauberlandeplatz. Sie sein. Überall. Lass uns anfangen. Überall, lass uns anfangen. Also super. Wie sollen wir sie finden? Gute Frage. Macht mir sehr viel Mut. Dramatische Musik, ey, gerade. Und wenn Velcro uns zuerst findet? Dann schnappen wir sie uns und fragen sie einfach. Diese Mutation ist neu. Das ja. Ist ein neuer Virus. So sein muss das Ganze hier. Ja, ich muss mir doch nicht gleich hier wehtun am Anfang. Muss da gleich so viel kommen? Gehen ja beide gleich drauf hier schon. Ey. Ist ja wieder diese Höllenhaut. Ja, woher kommst du? Also bestellt habe ich euch alle definitiv nicht. Einfach erstmal laufen, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, Jill und Parker sind okay.